Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light mit einer Wii. Heyo. So, wir haben jetzt hier die Zombies gerade noch schnell erledigt, die uns hier an die Kragen wollten. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Schule. Schusswaffe bereit. Ja, ich habe in Erinnerung, dass da noch, glaube ich, relativ viele menschliche Gegner rum waren. Finden Sie einen Eingang? Wir haben hier gerade lauter menschliche Gegner gesehen. Hier ist ein Eingang. Ich könnte doch einfach hier rüber. Ah, warte mal. Ja, das glaube ich gar nicht so dumm. Achso, ein Horror-Story-Wettkampf. Nee. Ich gehe mal tatsächlich. Ich versuche mal gerade ein bisschen leise vorzugehen hier. Ich bin direkt hinter dir. Sprich, ich schleiche mich mal rein. Gucke ganz unauffällig in diese Kiste hier. Da sind, glaube ich, zwei schnellere. Oder irgendwas. Ah, meine geliebten Nägel. Okay. Der eine Typ hat uns entdeckt, aber wenn du schleichst, dann verliert er einen wieder. Oh. Der hat mich auf dem Kieker. Da draußen wären auch welche. Die Frage ist halt, ob die reinkommen. Ach, die haben hier so ein Quarantänezeug aufgebaut. Also ein Quarantänezelt. Und ein Schloss. Und die haben hier ein paar Leichen verbrannt und begraben. Ja. Also zumindest abgedeckt. Fuck. Hier ist noch eine Giftkugelschreibermatt. Okay. Hängt an der Tafel. Unauffälliger Baseballschläger. Ah, ja. An der Tafel am Eingang. Ja. Nicht vergessen, den Müll zu untersuchen. Ja, ja. Polizeiwagen. Hier kommen und Zombies, die versuchen reinzukommen. Der ist ja wahrscheinlich. Das sind Lehrer. Genau. Oh, der ist tatsächlich gar nicht ausgeräumt. Ich schaue bereits mal um die Ecke. Ja. Okay, die Zombies versuchen es immer noch. Ich lasse aber mal in Ruhe. Um die Ecke ist nichts. Was diese Millimeterarbeit. Eine goldene Waffe und mein Inventar schon wieder voll. Fuck. Ich habe nur eine blaue. Oh, jetzt ist mein Inventar auch voll. Machen wir das nochmal weg. Blöd, dass man das nicht irgendwie sortieren kann. Ich will mal gerade gucken, warte mal, du machst 137 und du machst auch 137. Es hat genau dieselben Werte wie mein blaues. Na toll. Vielleicht hat es aber eine höhere Erhaltungssache da. Das könnte sein. Aber wie gesagt, die Werte, die angezeigt werden, sind genau gleich. So, ich... Ich gehe jetzt mal ins Polizeiauto hier. Okay, ich habe die beiden Zombies hier mal ausge... Oh, da hinten steht einer. Ah ja, der das kommt aber gleich. Ja. Ich kann ihn mit Pfeil und Bogen ausschalten. Ja, das wäre, glaube ich, eine Idee. Na? Ich habe keine Pfeile mehr. Das war's dann mit dir. Na, guck mal, hier können wir wahrscheinlich rein. Moment, ich muss kurz ein paar Pfeile herstellen. Ja. So,
Jetzt habe ich wieder 20 Pfeile. Das sollte mir genügen. Da ist zu. Noch eine Sackgasse. Okay, Mist. Dann nimm denselben Eingang wie ich. Ich hoffe bloß, wir kommen irgendwie anders raus, falls es sein muss. Und? Geh zum Außengebäude auf dem Dach. Mhm, sehr schön. Dann kommen wir da hoch. Wir müssen an das Außengebäude, das ist glaube ich das, wo wir reingekommen sind. Das scheint das jetzt zu sein. Bleib doch da oben. Machst du das gerade? Ne. Warte mal, lass ich mal gucken. Oh, da sind Zombies auf dem Dach. Sogar ohne Spucker. So, Todesstoß durch dieses Gitter durch, Herr Spucker. Wie wär's, wenn du mal drauf gehst? Ich kann hier oben gerade schon mal aufräumen. Sei du mal schön explosiv. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich hochkomme. Ja, ja, ich guck mal, ob es da irgendwo was gibt oder ob ich von hier oben schon mal was erkennen kann. Vielleicht neben das Auto wahrscheinlich nicht. Ich meine, die können nicht erwarten, dass du... Hier ist ein Seil. Ich bin schon oben. Okay, super. Ach, der lebt noch. Oh. Jetzt nicht mehr. Okay, und eine Errungenschaft mitgenommen. Oh, ich glaube, ich sollte langsam mal ein bisschen Munition sparen. Und neue Kraftstufe. Okay, ich auch mal die 14. Zu dir hoch. Vielleicht kann ich dir ja irgendwie den Arm reichen oder so. Das wäre ziemlich nett, aber. Ja. Wie gesagt, hier auf der anderen Seite war. Da unten war ein Seil. Ich weiß nicht, ob das runterreicht. Hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Mhm. Die ich ganz knapp vorm Aufschließen. Oh, verdammt. Okay, hab's offen. Okay. Ist ein Küchenmesser drin. Ja, mir waren es Armeewurfmesser. Warte mal, wenn du über auf den Tisch, geht das? Ja. Gut. Geht. Ah, ich mache mal gerade den Fertigkeitspunkt. Moment. Jetzt ist ja gerade ein wenig Ruhe da oben. Kraftstufe. Dann hätte ich gerne mehr Leben. Also mehr Panzerhaut. Wie viel hast du jetzt? 3. Ja, wie viel Leben meinte ich eher? Ach so, nee, Leben noch 150, aber halt, ich kriege jetzt wahrscheinlich weniger Schaden. Bomber, Bomber. Ah. Hm. Oh je, ein schweres Schloss. Ja, wir haben ja Zeit. Die Folge geht noch 11 Minuten. Jetzt hast du 11 Minuten, um das Schloss zu knacken. Okay, das wird knapp. Geschafft. Gut. Wir haben hier keinen Schnitt gesetzt. Oh, Tasche. Immerhin. Oh, lilane Edelsteine. Hm? Orange meine ich, nicht lila. Achso, ne, bei mir war es lila. Gehen Ach, wir mal rein. Ich wollte gerade die Hälfte dadurch suchen. Ich Sorry. Beobachtet Vita hier und seine Männer. Okay, Jade, ich bin drin. Sie in den Klassenzimmern nach. Bitte laden, wird gewartet. Sie sind wahrscheinlich gekennzeichnet. Schule in den Zimmern. Der Jargon ist ziemlich eindeutig. Sie sollten leicht zu finden sein. Okay, wir sollen dieses Klassenzimmer durchsuchen. Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich bin noch im Ladebalken. Ja, da ist er. Der Navi.
Alles dunkel. Das ist eine Menge Militärzeug. Suche nach Antizin. Da ist zu. Irgendjemand rumort hier rum. Ah, da können wir das so wegschieben. Hey, Bio! Okay. Dann Mitose, Meiose bitte mal erklären. Keine Ahnung. Ich habe Physik gewählt. Ich, oh, ich habe doch ein bisschen mehr. Ich habe, glaube ich, doch, warte mal, 155 oder habe ich da jetzt einen Boost gekriegt? Nee, wenn, dann solltest du ein paar mehr, wenn... Oh, hier ist sogar ein Flieger im Skelett drin. Na gut, nee, dann habe ich jetzt 175 Lebenspunkte, alles klar. Ja, das dachte ich mir, weil ich bin... Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob Panzerhaut jetzt weniger Schaden, also dass die Gegner weniger Schaden verursachen, ob ich halt mehr Lebensenergie kriege. Scheinbar war es dann doch mehr Lebensenergie. Immer mehr Lebensenergie, ja. Okay, da geht's weiter. Warte mal, ich würde aber ganz gerne hier mal noch reinschauen. Ob es noch was mitzunehmen gibt. Leere Taschen. Schneller, ihr faulen Säcke! Wir haben nur wenig Zeit und hier möchte ich nachts nun wirklich nicht erwischt werden. Was? Hat einer von euch Idioten den Keller gesichert? Natürlich nicht, denn der Schlüssel ist ja noch hier. Reißt euch zusammen! Okay, ich tippe mal im Keller, finden wir, was wir suchen. Warum auch immer ich das glaube. Achso, ich bewaffne mich mal mit meiner Pistole. Ja. Kann nicht verkehrt sein. Voll durchladen. Gute Idee. Ich mache die Taschenlampe aus. Vorsicht, oh, hier drin war was. Ach du Heiliger. Ruhe. Schalt den Alarm aus, sonst wimmelt es hier bald von Zombies. Hier ist jemand, der hier nicht hingehört. Findet und erledigt ihn. Wo ist denn der Alarm? Ja, ich sehe noch nicht mal die Gegner. Hier ist ein Kabel. Dort dürfte der Schalter sein. Da. Puh, sehr gut. Der wird sich auch denken, was ist mit denen los? Ja. Hey! Frech. Okay, links gesichert. Okay, ich soll das Sturmgewehr wechseln. Hier geht gerade die Muni aus. Der hat ein Medkit dabei gehabt. Nett. Und der hat ein Inventar voll als Waffe. Moment, ich mach mal kurz wieder die Waffe kaputt, die am wenigsten Schaden macht. Ja. Die Bauernsichel brauche ich auch nicht unbedingt. Ich mache immer so jetzt die kaputt, die unter 100 Schaden machen. Wenn ich noch was finde. Ach ja, ich habe ein Küchenmesser. Schön, dann kannst du vielleicht nachher noch ein paar Brote schneiden oder so. Das war jetzt ein Küchenmesser gewesen. So. Ich wechsle eh nicht so viel die Waffen, dann... Okay. Na, ich glaube, da sollten wir noch nicht rein. Hier? Oder?
Ich glaube, da sind wir hergekommen. Na, ja, nicht ganz. Ja, wie gesagt, wir müssen da hinten hoch, genau. Immer die Waffe im Anschlag halten. Da ist jemand. Ah, das war der Typ, den wir, der die Bombe gerade gelegt hatte. Das kann gut sein. Oh, hi. Da ist gerade ein Zombie rumgefallen. Noch einer. Ah. Du solltest deine Schusswaffe für die Zombies nicht... Ja, ich habe ja 180 Schuss. Okay. Ich habe Nüsse gefunden. Sehr schön. Ach. Klingt so falsch. Zum Glück kann man hier keine Eier finden. Na, warte mal ab. Ja, 100-jährige Eier und so. Mhm. Ja. Okay, auf dem Klo ist niemand. Na du? Oh. Oh. Komm auch von dem Gang hier, aber... Dann gebt mal euer Zeug her. Das sollte ich auch machen. Also ich glaube, die Waffen kannst du mittlerweile von denen knicken. Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht in Klassenzimmer C. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel, wir sehen uns dann unten. Aber Vorräte haben die hier wie Hölle. Ja. Und keiner mehr da, der sie nutzen könnte. Schlüssel... Wahrscheinlich hier im Schreibtisch, oder? Ja, ich hab ihn. Hier im Schrank ist er. Ja. Beim Alkohol, verständlich. Genau. Hey, du kriegst den Schlüssel erst, wenn du eine Flasche Whisky getrunken hast. Okay, aber ich bin doch erst 12. Das ist der Clou dabei. So, gehen Sie mal gerade. Ja, gehen Sie mal gerade weg, Herr Schrank. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Kann ich das kaputt hauen? Ja, kann ich. Gut. Ah. Zombies. Ich habe sie weggepfeilt. Sehr schön. Okay, ich kümmere mich um die nächsten hier drin auch. Den hat's zerlegt. Ja, der hat wieder einen Pfeil im Kopf. Pfeil und Bogen ist in der Richtung ziemlich gut. Mhm. Das ist zumindest nicht so... Ah, da hinten ist wieder ein Untoter. Ja, na komm. Weniger ausweichen, mehr sterben. Auch nie geht's jetzt runter, okay. Okay. Ja, ich glaube, an den Dingern kannst du nicht allzu viel machen. Die Kisten. Ja. Die Kisten sind alle eher sehr. Ja. Rar gesät. Ja. Oh, Explosiver! Ich bräuchte Wiederbelebung. Das habe ich zu spät gesehen, dass der explodiert. Dankeschön. So, das gab 500 Punkte. Sehr gut. So kann ich langsam mal wieder aufholen. Damit ich die auch im Greifhaken... genau, so, dass du da mit hinterher kannst. Ja. Oh, Zombies von hinten. Mhm.
Ihr lebt noch. Mhm. Jetzt nicht mehr. So. Gut, dann können wir aber noch wieder einen Folgenstopp machen. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, ob wir Jade da unten treffen. Hey, das ist ja fies. Eigentlich wollte ich ja nur wegen denen zumachen. So. So. Alles klar. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.